Die gefährlichste U-Bahn Deutschlands, die U8 in Berlin, mit der ich heute ins Tonstudio gefahren bin, um einen neuen Song aufzunehmen. Es ging erstmal los Richtung Cottbusser Tor, eine sehr schöne Gegend in Berlin. Ich war erstmal dankbar, angekommen zu sein und aus dieser stickigen, heißen U-Bahn raus zu sein. Hier am Tonstudio angekommen, habe ich mich erstmal ein wenig akklimatisiert mit dem schönen Ventilator. Ich war so dankbar, dass es den gibt. Und immer bevor ich einen neuen Song aufnehme, versuche ich nochmal so ein bisschen in mich zu gehen, ganz viel positive Energie und Kraft zu sammeln, damit der Song auch möglichst gut wird. Hier habe ich mich noch ein bisschen eingesungen mit meinen anderen Songs und dann ging die Gesangsaufnahme auch schon los. Und ich hoffe sehr, euch wird der nächste Song gefallen.